Wir sitzen heute mit dem Michi und dem Fax von der Münchner Fußballschule zusammen und wollen mal so ein bisschen über die Corona-Situation sprechen. Es ist jetzt November. Wir befinden uns im zweiten Lockdown diesen Jahres. Was bedeutet das für euch, für die Münchner Fußballschule? Also mittlerweile haben wir es geschafft, also ich glaube seit gestern kam die Nachricht, dass wir zumindest wieder Einzeltrainings machen dürfen auf dem Platz mit einem Kind oder mit zwei Kindern, vorausgesetzt der Trainer macht nicht mit. Das ist eigentlich so das Einzige, was wir machen können. Das heißt, alle unsere Teams, alle unsere Schulkurse, alle unsere Rent-a-Trainer-Programme, ist alles komplett runtergefahren und dementsprechend können wir nicht sonderlich viel machen im Moment. Wie sieht euer Alltag jetzt aus? Ja, das ist halt gleich zwei Schlagwörter, können wir da jetzt praktisch nennen. Das eine ist Einzeltrainings und das andere ist Online-Trainings. Das heißt, seit gestern eben haben wir die Information bekommen, dass wir Individualtrainings durchführen dürfen. Leider machen nicht alle Vereine mit, denn das große Problem ist, dass die meisten Vereine nach der ersten Lockdown-Information die Sportplätze halt sofort gesperrt haben. Und dementsprechend ist es da jetzt erstmal noch der zweite Teil der Arbeit ist jetzt, dass wir versuchen, die Vereine mit dieser Genehmigung davon zu überzeugen, uns auch dann die Möglichkeit zu geben, diese Individualtrainings durchzuführen. Aber es gibt eben schon viele Vereine, die jetzt das auch wieder uns ermöglichen. Und das zweite ist das Online-Training. Das heißt, als allererste Reaktion und aus der Erfahrung aus dem Frühjahr heraus haben wir halt wieder angefangen, dann Online-Angebote für unsere Kinder zu schaffen. Das heißt, die Fußball-Kindergärten und die Fördertrainings oder das Torwarttraining dann eben nach Hause zu bringen über Online-Kurse, die auf unserem YouTube-Kanal dann gesendet werden und über deine Technik-Challenges noch einen zusätzlichen Anreiz zu schaffen, dass die Kinder halt einfach zu Hause einfach, wer die Möglichkeit hat, also klar, jeder hat irgendwo vielleicht ein Zimmer, wo man das auch machen kann, aber vielleicht auch draußen im Garten oder sowas dann technisch sich weiter nicht zu entwickeln vielleicht, sondern einfach irgendwas zu tun, damit man da einfach irgendwie am Ball bleibt, nenne ich es mal so. Genau. Und das ist ja also auf den sozialen Kanälen passiert ja sehr viel. Das ist ja dann auch für alle zugänglich, oder? Klar, also so ist es auch gedacht. Ist natürlich sowohl so, dass unsere Kunden einfach ein Angebot haben, damit es irgendwie weitergeht. Das ist das eine, aber grundsätzlich, klar, kann da jeder darauf zugreifen. Es ist ja nicht jetzt gesperrt oder sowas und es soll eigentlich schon so gedacht sein. Auch so ein bisschen weiter gedacht sein, dass man natürlich auch allen Kindern irgendwie so ein Gefühl gibt, komm, lass es einfach irgendwie weitergehen. Denn die Reaktionen waren natürlich für uns als Firma, aber auch für alle, die Vereine tätig sind oder auch für die Kinder, war es erste Linie erstmal so ein bisschen. Ah, schon wieder jetzt nicht Fußball spielen dürfen. Ja. Wie bedrohlich ist die Situation für euer Unternehmen? Also wie ich ja vorher schon gesagt habe, sind uns die meisten Sachen weggebrochen. Das heißt, das wirkt sich natürlich auch umsatzmäßig bei uns aus. Man muss aber sagen, auch in dem ersten Lockdown haben wir es gemeinsam mit den Eltern geschafft. Also für diese Kurse haben die Eltern eben die monatlichen Beiträge sozusagen nicht sofort weggestrichen, sondern haben das eben erhalten und haben uns weiter die Gelder bezahlt und damit sind wir natürlich wirklich super über diese Zeit gekommen. Also da nochmal ein großes Dankeschön an alle Eltern, dass sie uns da unterstützt haben. Wir haben dann natürlich von unserer Seite, wie der Michi gesagt hat, auch diese ganzen Online-Kurse angeboten, Challenges angeboten. Bei uns haben jetzt die Kinder Zugänge zu MFS Player nochmal bekommen und wir haben den Eltern auch nochmal garantiert, dass wir die ausgefallenen Stunden, soweit es möglich ist, das variiert immer so ein bisschen von Standard zu Standard, weil es da unterschiedlich ist. Haben wir gesagt, dass wir alles auch nachholen und die Eltern haben dann wirklich gesagt, ja, wir zahlen das so lange weiter, wie wir können. Und da sind wir wirklich sehr, sehr dankbar. Und deswegen bin ich auch sehr zuversichtlich, dass wir das auch in diesem Lockdown wieder schaffen. Es gibt ja einige, die dürfen zum Beispiel Kurse der VHS, die ja vornehmlich drinnen stattfinden, sowie auch Sprachschulen in ihrer Freizeit besuchen. Habt ihr dafür Verständnis? Ja und nein. Also es ist ein schwieriges Thema. Wir haben uns da schon oft darüber unterhalten. Es ist natürlich mal grundsätzlich so, also wenn man mal von der grundsätzlichen Situation ausgeht, ist es ja relativ leicht, so einen Lockdown mal zu machen. Das ist ja eigentlich simpel. Man sagt halt, und jetzt ist Schluss aus. So das Ganze wieder hochzufahren, ist natürlich überhaupt nicht einfach, weil es einfach
unendlich viele individuelle Bedürfnisse gibt. Und von dem her gesehen habe ich es natürlich, verstehe ich natürlich, also man muss diese Regeln irgendwie wieder schaffen für eine wieder hochfahrende Situation. Also wenn man es auf unseren Bereich münzt, dann nimmt man halt den Fußball und stellt ihn jetzt auch mal erst irgendwo in irgendeine, unter eine Regel sozusagen und sagt, und so ist es halt da jetzt, oder den Sport im Allgemeinen. Und dass da dann natürlich das ein oder andere vielleicht im ersten Moment ein bisschen sinnbefreit erscheint oder unlogisch erscheint, will das jetzt gar nicht so negativ werten, ist auch klar, weil es einfach wahnsinnig schwierig ist, natürlich da irgendwie einheitliche Regeln so zu finden, dass es für alle gerecht ist. Also wir haben uns darüber schon mehrfach unterhalten und sind uns da auch alle einig. Also ich möchte das auch nicht entscheiden. Das ist einfach total schwierig und es ist klar, dass man da nicht alle unter den Hut bringt. Und deswegen legt man halt mal was fest und dann wird in der Regel ja irgendwo nachgebessert. In der aktuellen Situation hätten wir uns einfach sehr stark gewünscht, dass man aus dem lernt, was im Frühjahr schon war. Im Frühjahr hatten wir die große Diskussion geführt, nachdem erstmal alles komplett herunter ist. Das ist jetzt der Unterschied zu jetzt, das ist ja so ein Lockdown-Light, wie man es ja nennt, wurde ja quasi dann wieder irgendwann der Sport zugelassen und man hat angefangen, den Individualsport zuzulassen. Und in unserer Situation haben wir uns natürlich damals schon die Frage gestellt, ja, wenn jetzt jemand Tennis spielen darf, als Beispiel, wieso dürfen wir zum Beispiel dann nicht ein Individualtraining durchführen mit einem Spieler, einem Trainer? Das grenzt sich ja irgendwo nicht aus. Und die Problematik war damals eben diese Begrifflichkeit Individualsport und Fußball als Oberbegriff Mannschaftssport. Und da haben wir damals dann in vielen Telefonaten und E-Mails mit dem Innenministerium irgendwann es erwirkt, dass man dieses Wort Individualsport im Prinzip streicht und sagt, klar, das ist natürlich sportartübergreifend gedacht. Mhm. Da geht es jetzt gar nicht um Fußball, das ist ja wurscht, wer es ist, dass jetzt sämtliche Ballsportarten oder sowas ist, dass natürlich da individuell was gemacht werden kann. Und ich fand es halt jetzt schon ein bisschen schade, dass man diesen, ich möchte es nicht nennen Fehler, aber dass man praktisch daraus weniger gelernt, das klingt alles viel zu hart, sondern dass es halt wieder jetzt passiert ist, dass wir genau wieder diese Diskussion jetzt geführt haben. Und dass es genau wieder mit diesem Individualsport, Mannschaftssport, Begrifflichkeit-Thema erstmal aufkam. Persönlich hätte ich mir einfach sehr stark gewünscht und gehofft, nicht nur jetzt für uns, sondern einfach für die Kinder. Ich trainiere selber eine Mannschaft und habe einfach gemerkt, wie, also die Information war ja schon 2-3 Tage vorher da, hey, ab nächste Woche geht's nicht mehr. Und da habe ich schon gemerkt, wie die Kinder da erstmal wieder so ein bisschen niedergeschlagen waren. Persönlich habe ich einfach wirklich gehofft, dass es auf diesen Status des Frühsommers zurückgeht, dieses Kleingruppending, das wir dann damals hatten. Mhm. Ich glaube, es waren 5 Spieler, ein Trainer mit Abstand, ohne Spiel. Wir hatten dafür auch ein super Hygienekonzept. Und die Vereine hatten dann sich wirklich tolle Konzepte auch überlegt. Und ich habe eigentlich insgeheim gehofft, dass es, oder auch eigentlich fast schon erwartet, dass es dahin geht. Von dem her gesehen war ich dann ein bisschen überrascht, als dann im Prinzip das nicht möglich war und es wieder geheißen hat, Individualsport ist möglich. Mittlerweile wissen wir, dass Individualtraining bei uns möglich ist und mittlerweile wissen wir durch ein offizielles Statement vom Innenministerium, dass dies sportartübergreifend auch gemeint ist. Jetzt ist es natürlich eben genau die Situation, die ich vorher geschildert habe. Hätte man das einfach ein paar Tage vorher kommuniziert, dann hätten viele Vereine mit hoher Wahrscheinlichkeit ihre Anlagen nicht sofort zugesperrt. Und genau das ist ja jetzt so wirklich das Problem, das nebenher noch so mitläuft. Mhm. Aber also ich will jetzt praktisch auch keine Volkshochschule da angreifen oder sowas, um Gottes Willen. Also ich glaube, es gibt, freue mich für jeden, der einfach weiterarbeiten kann, ja. Um Gottes Willen. Aber es gibt halt einfach tatsächlich manche Dinge, die erscheinen unlogisch, wenn ich sie auch in ihrer Entscheidung irgendwo verstehen kann, weil das einfach, wie gesagt, nicht einfach ist. Überhaupt keine Frage. Ja. Und finde, wenn ich das vielleicht noch ergänzen kann, dass eben die Kinder ja wirklich auch das Wichtigste in unserer Gesellschaft sind, die Zukunft auch, jetzt mal unabhängig vom Fußball oder irgendwas. Und diese Hygienekonzepte haben ja wirklich super funktioniert, sogar auch als wir 10 Kinder im Training hatten und wir haben es wirklich geschafft mit unseren Hygienekonzepten, dass die Eltern die Kinder eben rausgelassen haben, die auf den Platz gekommen sind, dass keine Eltern am Platz waren und wir die Kinder mit Hütchen komplett auseinandergehalten haben. Also da gab es keine Berührungspunkte, die enger waren als 2 Meter zueinander und es hat eigentlich super funktioniert und gerade den Kindern wird es eben so gut tun, um auch ihren Stress eben abzubauen, das eben mit dem Sport machen zu können. Und deswegen glaube ich, dass, ich glaube Berlin oder sowas machen das,
dass der Sport, gerade für die Kinder eben, die nicht selber in der Lage sind, jetzt irgendwie rauszugehen und alleine zu joggen oder das irgendwie mit sich selber auszumachen, dass die zumindest ihre Energie loswerden und trotzdem noch auch am Sport ihre Freunde noch sehen. Mhm. Ja, und da ist es einfach schade, dass der Lockdown dann geht dann vom Gefühl her ein bisschen zu weit. Aber natürlich muss die Regierung versuchen, auch die Kontaktzahlen eben zu begrenzen. Und dann machen sie eben einen Strich durch die Gesellschaft und lockern dann nach und nach. Und die Hoffnung ist, dass es diese Lockerungen bald gibt. Also ich habe auch so ein bisschen gehört, dass da eben drüber gesprochen wird, gerade auch, ob man nicht den Kindersport wieder zulässt. Und das wäre natürlich jetzt in erster Linie mal für die Kinder super und natürlich dann in zweiter Linie auch für uns, dass wir unsere Arbeit auch wieder voll nachgehen können. Ja, okay. Bitte bleibt im wahrsten Sinne am Ball, haltet durch und macht weiter so. Das machen wir. Dankeschön. Danke. Ja.